Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit. Hier auf der IFA in Berlin hat Sony etliche Neuheiten vorgestellt, darunter ein neues Flaggschiff, das Z3 und Z3 Kompakt. Also das erste Mal, dass Sony beide Versionen seines neuen Flaggschiffs vorstellt. Das Konzept ist gleich geblieben, das Kleine soll alles bieten, was das Große bietet, nur eben kompakter sein. Aber wir fangen natürlich erstmal mit dem Großen an. Denn da gibt es auch etliche neue Farbvarianten. Ich versuche das hier jetzt gerade mal so ins richtige Licht zu rücken, damit man es erkennen kann. Das ist so ein, ja, wie soll man es nennen? Mint, Metallic, leichtes, dezentes Grün. Ich habe auch sowas wie Bronze oder Kupfer gesehen. Also da gibt es schon einiges Neues. Und dadurch, dass jetzt also es ist nicht mehr so kantig wie der Vorgänger. Die Ecken sind jetzt hier so ein bisschen abgerundet. Dadurch liegt es, wie ich persönlich finde, angenehmer in der Hand, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es 7,4 mm jetzt, also ein bisschen dünner ist, mit 152 Gramm auch ein bisschen leichter geworden ist als der Vorgänger, das Z2. Ansonsten hat sich aber nur in Details was getan, was die Ausstattung betrifft. Gleich geblieben ist vor allen Dingen das Display, 5,2 Zoll, Full HD. Selbst der Snapdragon 801 ist gleich geblieben. Der Prozessor, der jetzt mit 4 Kernen mit 2,5 statt 2,3 GHz getaktet ist, ja, aber das macht jetzt nicht den Riesenunterschied. Das ist auch völlig klar. Intern sind es weiterhin 16 GB Speicher und hier drüben haben wir den Kombi-Slot für die, das ist jetzt eine Neuerung, eine Nano-SIM, also die ganz, ganz kleinen braucht man jetzt und dass die SD-Karten nun mit bis zu 128 GB unterstützt werden, also doppelt so viel offiziell wie zuvor. Wie gesagt, Kleinigkeiten, aber es summiert sich. Hier hinten die Linse nimmt weiterhin Fotos mit 20,7 Megapixel auf. Videos in 4K ist auch gleich geblieben, aber ein bisschen weitwinkliger ist die geworden. Das heißt, ich erfasse mehr beispielsweise von der Landschaft oder von eben halt Situationen im Zimmer beispielsweise, wo man nicht so viel Platz hat. Dadurch ist das dann natürlich mehr von Vorteil, wenn ich ein weitwinkligeres Objektiv habe. Und es soll jetzt auch bis zu ISO 12.800 unterstützen, also sehr, sehr lichtempfindlich sein, also gerade auch bei Dunkelheit. Wie die Qualität aussieht, müssen wir uns natürlich dann mal anschauen, aber hört sich doch alles schon mal prima an. Das ist auch das richtige Stichwort. Hier vorne haben wir nämlich jetzt Stereo-Frontlautsprecher. Kennen wir ja schon von einigen HTC-Geräten. Also vor allen Dingen auch mehr Druck sollen die bringen und natürlich, wie gesagt, den Stereo-Effekt, völlig klar. Ja, das war es im Prinzip zum Großen und den Unterschieden. Dann können wir jetzt auch mal zum Kleinen übergehen, zum Z3 Kompakt. Ein Z2 Kompakt gibt es ja nicht, hat Sony kurzerhand einfach übersprungen. Und hier möchte ich jetzt damit mal beginnen, dass wir mal die Größe uns anschauen. Das ist eine völlig andere Hausnummer, völlig klar. Auch wenn das jetzt verglichen zum Z1 Kompakt sich größentechnisch nicht so viel getan hat. Also identische Dimensionen, abgesehen davon, dass es jetzt eben 8,6 mm dünn ist statt 9,5 und mit 129 Gramm auch ein kleines bisschen leichter geworden ist. Aber das Erstaunliche dabei ist, dass man dadurch trotzdem das Display größer machen konnte, nämlich von 4,3 auf immerhin 4,6 Zoll in der Diagonale. Das macht schon was aus. Und dann sieht man hier beispielsweise, dass die Rahmen vor allen Dingen seitlich jetzt doch eine ganze Ecke dünner geworden sind, auch hier beim Z3. Also da hat sich einfach, da verschwendet man keinen Platz mehr sozusagen. Die Auflösung ist aber auch wieder eine geringere, so wie beim Vorgänger auch wieder 720 x 1280 Pixel. Und der andere Unterschied ist, dass ich 2 statt 3 GB Arbeitsspeicher habe. Aber dadurch, dass ich ja auch nicht Full HD habe, also viel weniger Pixel bewegen muss, reichen da trotzdem 2 GB aus, um identische Performance-Eindrücke zu hinterlassen. Man muss natürlich die Benchmarks mal abwarten, aber da derselbe Prozessor drin steckt, also wie gesagt Quad-Core 2,5 GHz, dürfte das nicht allzu viel ausmachen. Ja, auch hier haben wir wieder hier drüben diesen Slot, Micro-SD-Karte, wie gesagt, auch hier 128 GB, intern 16 GB, deswegen wirklich die identische Ausstattung wie beim Großen ansonsten. Wir haben auch wieder hier hinten diese Rückseite, die, ja, wie man sieht, so glasbeschichtet ist und dadurch hochglänzend ist. Und hier an diesen Seiten, ja, das weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Es ist auch jedenfalls wieder so abgerundet, dadurch liegt das ähnlich gut in der Hand, aber wie gesagt, kompakt ist es sowieso, wie gesagt, ein völlig anderer Eindruck. Das, ja, je nachdem, wie das Licht einfällt, spiegelt sich das so ein bisschen anders.
Das mag man mögen, ist aber mit Sicherheit Geschmackssache. Ob das jetzt die Wertigkeit des Gerätes erhöht, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde es halt gut, dass man nun die Entscheidung hat zwischen diesen beiden Geräten. Übrigens natürlich auch Staub- und Wasserschutz IP65, 68. Das gilt ebenso wie für das große hier. Beide Geräte sollen ab September verfügbar sein und auch die Preise haben sich im Vergleich zu der vorherigen Version nicht geändert. Nämlich das sind 649 Euro für das Z3 und 499 Euro unverbindliche Preisempfehlung ohne Vertrag in beiden Fällen für das Z3 Kompakt. Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit.